Herzlich willkommen bei rentenfernsehen.de. Heute im Interview Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von den Grünen. Sie sind rentenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich habe Sie aktuell eingeladen, um mit Ihnen über das Rentenpaket von Ursula von der Leyen zu sprechen. Das Rentenpaket, der Entwurf ist aktuell im Internet auf der Seite des Ministeriums abzurufen, sieht eine sogenannte Zuschussrente vor. Was halten Sie davon? Zuschussrente bedeutet, dass geringe Rentenbeiträge, Rentenansprüche aufgestockt werden sollen. Das war ursprünglich mal gar nicht so eine blöde Idee, passt auch zu den Vorstellungen, die wir haben. Am Anfang, der Hauptpunkt, den wir kritisiert haben, war die Hürde, die das hatte. Mhm. 45 Versicherungsjahre, das ist schon sehr viel, davon 30 Jahre durch Erwerbstätigkeit und oder Kindererziehung, das ist schon mal ganz gut, dass auch Kindererziehung mit dabei ist, aber schon sehr hohe Hürde, sodass nur wenige davon profitieren. Insofern ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gewesen wäre, muss ich jetzt sagen. Seit diesen Ursprungsüberlegungen ist die diverse Male modifiziert worden. Der erste Kritikpunkt, den wir dann hatten, war, dass diese Zuschussrente keine echte Rente ist, die man durch die Beiträge erwirbt und wo man dann ein Anrecht drauf hat, sondern es ist so eine Art verkappte Sozialhilfe mit Bedürftigkeitsprüfung, wo alle Einkommen drauf angerechnet werden und was halt besonders problematisch ist, auch das Einkommen des Ehepartners mit angerechnet werden soll. Das war die erste Version dieser Zuschussrente. So ein bisschen in die richtige Richtung, aber mit Problemen dran behaftet. Seitdem ist die mehrfach modifiziert worden durch Diskussionen, die es gab, und die von der Leyen hat offensichtlich versucht, es verschiedenen Leuten recht zu machen, ist der Versicherungslobby, hat der Versicherungslobby nachgegeben und dann gesagt, gut, wir rechnen Einkommen an, aber nicht die Riester-Renten, wo es dann eine Ungleichbehandlung gibt zwischen Riester-Rente und gesetzlicher Rente, die wir nicht richtig finden. Dann hat sie zusätzlich das jetzt nochmal erweitert mit der Bedürftigkeitsprüfung, indem sie sagt, nicht nur Ehepaare werden als Paare behandelt und das Einkommen des Ehepartners wird angerechnet, sondern auch eheähnliche Lebensgemeinschaften. Mhm. Das heißt, das wird dann komplett zum zweiten Sozialamt, die Rentenversicherung, sodass man dann vielleicht dem nächsten Mitarbeiter von der Rentenversicherung bei sich zu Hause stehen hat und sagt, hallo, ich komme von der Rentenversicherung, darf ich mal in ihr Badezimmer schauen und gucken, ob es da noch eine zweite Zahnbürste gibt und im Kühlschrank, ob die Butter dann auch gemeinsam verwendet wird. Das wäre nicht der Sinn der Sache, weil so eine Zuschussrente hat ja eigentlich das Ziel, dass jemand nicht zum Sozialamt muss, keine Grundsicherung beziehen muss. Da wäre das Konzept, was wir haben, was wir Garantierente nennen, ein wesentlich besseres, einfacheres, unbürokratischeres. Ich versuche das jetzt nochmal für unsere Zuschauer aufzudröseln. Wir haben heute das System, das Status quo. Wenn die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht reicht, dann geht man nicht zum Sozialamt, sondern man ging dann zum Grundsicherungsamt und hat das Grundsicherungsamt jetzt wieder in das Sozialamt eingebacken. Also man beantragt Grundsicherung. Grundsicherung ist nichts anderes als Arbeitslosengeld II, nur mit einem anderen Titel. Das ist ein bisschen vereinfachtes Hartz IV. Das ist von der Höhe auch identisch, aber ein bisschen vereinfacht. Das haben wir damals eingeführt als eine etwas leichtere Möglichkeit, eine Sozialhilfeleistung zu kriegen. Was anderes ist es nicht. Das Einkommen der Kinder wird nicht berücksichtigt, im Gegensatz zu Hartz IV, wo ja auch die Familienangehörige mitbezahlen müssen. Es ist ein bisschen unbürokratischer, weil man nur einmal im Jahr das Einkommen nachweisen muss. Das war auch ein Stück weit erfolgreich, weil die Inanspruchnahme der Sozialhilfe, also der Grundsicherung, dann auch ein Stück weit gestiegen ist. Aber die Menschen müssen trotzdem nach wie vor halt so eine Art Sozialhilfe beantragen. Das insbesondere für jemanden, der halt viele Versicherungsjahre hat, lange erwerbstätig war, Kinder erzogen hat, aber auch für Langzeitarbeitslose eigentlich ungerecht, dass man dann zum Sozialamt muss. Deswegen haben wir den Vorschlag gemacht mit der Garantierente, dass jemand, der 30 Jahre Versicherungsjahre hat, inklusive Arbeitslosigkeit, inklusive Kindererziehungszeiten, inklusive Erwerbstätigkeit, einen Anspruch hat auf so eine Mindestrente, wo wir sagen, die soll 30 Entgeltpunkte betragen. Das sind ein bisschen mehr als 800 Euro. Was wichtig ist, die eigene Rente wird nicht komplett drauf angerechnet. Das heißt, wenn man einen eigenen Rentenanspruch hat, dann hat man auch mehr als diese 800 Euro, sodass es dann schon ein Mindestniveau ist, was in der gleichen Größenordnung ist, wie das, was von der Leyen vorschlägt. Die Höhe
die von der Leyen vorschlägt, die kritisieren wir nicht. Mhm. Also viel mehr ist wahrscheinlich nicht möglich, weil sich das dann schon dem Durchschnittsniveau der Rente annähert. Bei uns würden aber nicht alle Einkommen darauf angerechnet, weil wir sagen, es ist eine Rente, man erwirbt einen Anspruch durch die Beitragszahlung und es ist keine Fürsorgeleistung und man hat es auch stabil. Jetzt ist man jetzt bei der Grundsicherung, das war ja diese Geschichte, die vor ein paar Jahren mal durch die Medien ging, die Anrechnung von Leistungen aus der Riester-Rente auf die Grundsicherung, die man als zumindest in Teilen als ungerecht empfindet. Mhm. Und das wäre jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge, muss man ja immer mit Vorsicht sagen, nach dem aktuellen Stand der Dinge bei der Zuschussrente nicht der Fall. Also da würde ich die Riester-Rente noch obendrauf bekommen. Was für mich jetzt auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar ist, warum man jetzt neben der Grundsicherung, einem ja, ich sag mal, funktionierenden System, nochmal ein Sondersystem machen muss. Also wäre es nicht einfacher gewesen zu sagen, hier in der Grundsicherung, wir nehmen die Riester-Rente aus der Anrechnung raus. Punkt. Weil wenn man sich diesen Referentenentwurf durchliest, man sieht, da wird so eine richtige Bürokratiebombe gebaut, so will ich das mal nennen. Das wäre eine Möglichkeit, das wird auch von manchen Sozialverbänden gefordert, so eine Lösung zu suchen, also die Grundsicherung zu verbessern, da einen Freibetrag zu machen, und zwar nicht nur für Riester, sondern auch für die gesetzliche Rentenversicherung. Das Problem daran ist, dass sich dann die Zahl der Grundsicherungsbeziehenden, der Sozialhilfeempfänger im Alter erhöhen würde. Und noch mehr Menschen würden stigmatisiert werden, und gerade für Ältere ist das ja auch sehr beschwerlich, zu so einem Amt zu gehen und besonders stigmatisierend. Deswegen ist das nicht unser Weg. Und wie gesagt, manche Sozialverbände fordern das, aber in der Tat könnte man bei dem, was von der Leyen jetzt vorschlägt, fragen, warum geht sie nicht den Weg? Weil das, was sie vorschlägt, ist letztlich ja nichts anderes als eine Sozialhilfe, nur dass es halt von der Rentenversicherung durchgeführt wird, die sich übrigens heftig dagegen wehrt, weil die Rentenversicherung kein Sozialamt sein will, sondern halt eine Versicherung. Wenn man sich die Voraussetzungen dann näher anschaut, gibt es einen Punkt, der sagt man, dass man neben seinen Beitragsjahren in der Rentenversicherung ja auch nebenher noch private Vorsorge beispielsweise in Form einer Riester-Rente betrieben haben muss. Wenn ich mir jetzt, wir wissen ja jetzt in der aktuellen Diskussion, Riester-Rente ist nicht verpflichtend. Man wird gefördert, wenn man sie macht, aber wenn man sie nicht macht, dann ist das eben sein eigenes Glück oder Pech. Ist diese Voraussetzung, die an die Zuschussrente geknüpft ist, dass man eine bestimmte Anzahl an Jahren privat vorgesorgt hat, nicht letztendlich eine Art von Riester-Rentenverpflichtung Leid durch die Hintertür? Man könnte das so sehen, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich den Effekt hat. Weil, also wenn man sich so die betroffenen Gruppen vor Augen hat, ist schwer vorstellbar, dass die wirklich 35 Jahre lang neben dem Grundsicherungsbezug dann auch noch in die Riester-Rente einzahlen, um dann diese Zuschussrente zu kriegen. Auch das ist eine Vermengung von zwei Systemen, die wir nicht richtig finden. Also diese Bedingungen würd ich rausstreichen, weil gerade die Betroffenen halt nicht so lange Riestern. Also bei Riester selber kann man darüber diskutieren, dass man da zusätzliche Möglichkeiten, Anreize schafft, dass mehr Leute es tatsächlich auch machen. Aber das würde ich jetzt nicht durch so einen Zwang machen. Aber wenn man sich das jetzt hier versucht, nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, wie viele werden denn in Zukunft von dieser Zuschussrente überhaupt profitieren? Weil die geringen Verdiener, zumindest die dann schon mal durch die Medien geistern, machen jetzt nicht so den Eindruck, als ob sie vom ersten Tag ihres Erwerbslebens an neben ihrem gering entlohnten Job auch noch private Vorsorge betreiben würden. Also ist das, ich sag mal, wie viel Substanz steckt dahinter? Das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen Stochern im Nebel. Also das Ministerium hat Zahlen geliefert und aber auf die Frage, auf welcher Datengrundlage das denn passiert, gab es auch keine richtige Antwort. Also das ist im Ministerium berechnet worden. Die kommen dann auf Ausgaben von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2030. Aber welche Annahmen dahinter stecken, in welchem Maße geriestert wird, das ist relativ unklar. Ich würde vermuten, dass es letztlich nur eine relativ geringe Gruppe ist, die tatsächlich davon profitiert, was halt auch mit der Höhe der sonstigen Ansprüche zu tun hat, mit den 45 Jahren und 35 Jahre erwerbstätig. Und es gibt noch eine merkwürdige Geschichte jetzt, bei den Modifizierungen herausgekommen ist. Beim ursprünglichen Vorschlag war es so, es wird auf 850 Euro aufgestockt. Ja. Punkt. Jetzt ist es so, dass nicht
bei allen auf 850 Euro aufgestockt wird, sondern es wird bis maximal 850 Euro aufgestockt. Mhm. Und jetzt bei der neuesten Version ist es sogar ganz kompliziert. Jetzt ist es so, dass wenn man ein Jahr Kindererziehungszeiten nachweisen kann, also 12 Monate genau, die dann auch irgendwie verteilt sein können, dann werden die eigenen Rentenansprüche, genauer gesagt die Entgeltpunkte, mit 2,5 multipliziert. Mhm. Wenn man keine Kinder erzogen hat, dann werden die Rentenansprüche mit 1,5 multipliziert. Da gibt es schon aus dem Justizministerium das Monitum, dass das möglicherweise verfassungswidrig ist, dass man da so trennt. Möglicherweise lässt es das Verfassungsgericht aber auch durchgehen. Ich bin da zu wenig Jurist, um das zu beurteilen. Aber es ist natürlich extrem komplex, erstens, das durchschaut niemand mehr. Zweitens ist es so, dass es dann viele Leute gibt, die dann halt trotz Multiplikation mit 2,5 oder 1,5 immer noch nicht auf die 850 Euro kommen und dann vielleicht 600, 700 haben und dann noch zusätzlich zum Sozialamt müssen. Das heißt, die haben eine geringe Rente, gehen dann zur Rentenversicherung, haben dann da kriegen da quasi so eine Sozialhilfe als Zuschussrente und müssen dann zusätzlich nochmal zum Grundsicherungsamt, um dann aufstockende Grundsicherung zu bekommen. Das ist dann völlig absurd. Herr Strengmann-Kuhn, ich behaupte einfach mal, Sie und ich, wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem Thema Rente und wenn wir etwas genauer hineinschauen, verstehen wir die Sache vielleicht sogar. Aber wie erklären wir das, was wir hier gerade besprechen, den normalen sterblichen Bürgern? Also in der Tat versteht das kein Mensch. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja. Also wenn wir sagen, wir fordern so eine Garantierente als Minimum, dann ist das nicht nur, um sozusagen sozialpolitisch den Betroffenen was Gutes zu tun, sondern es geht auch darum, die Akzeptanz der Rente zu erhöhen. Und dafür braucht es meines Erachtens ein durchschaubares, unbürokratisches Minimum, das klar ist, wenn ich jetzt in die Rente einzahle, längere Zeit, und wir zahlen ja viel in die Rente ein, Beitragssatz liegt bei 20%, demnächst vielleicht ein bisschen geringer, aber es ist ungefähr ein Fünftel des Einkommens und am Ende kommt noch nicht mal eine Rente raus, die über dem Grundsicherungsniveau ist, dann fragen sich viele Menschen, warum gebe ich so viel Geld dafür aus? Und dann gibt es halt Ausweichmechanismen, Schwarzarbeit, nicht versicherungspflichtige Beschäftigung, das ist ja auch zu beobachten. Mhm. Deswegen ist es wichtig zu sagen, in der Rente braucht man ein Minimum und es muss klar sein, wenn ich zusätzlich was einzahle, muss die Rente auch höher sein. Mhm. Also diese beiden Bedingungen braucht man für die Rente und das muss transparent und unbürokratisch sein. Und das, was von der Leyen vorgelegt hat, ist weder transparent noch unbürokratisch. Also genau der falsche Weg. Also ich denke, wir werden an dem Thema Zuschussrente noch dranbleiben. Dein, wie sagte, ich glaube, Herr Steinmeier war es, der sagte, ne, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist. Also wird wahrscheinlich auch an diesem Ding noch einiges geschraubt werden, bis es wirklich schwarz auf weiß ist. Ja, es ist aber zu befürchten, dass es in die falsche Richtung geschraubt wird, weil es gibt jetzt schon wieder Kritik von allen Seiten und zwar jetzt nicht nur irgendwie von Sozialverbänden, von der Opposition, sondern auch innerhalb der Regierungskoalition. Die FDP will das gar nicht. Es gibt jetzt die ersten Stimmen vom Wirtschaftsflügel der CDU, die auch Bedenken angemeldet hat. Ich habe eben schon das Justizministerium genannt, vom Familienministerium kommen Bedenken, sogar vom Verkehrsministerium, weil die Auswirkungen auf das Wohngeld befürchten. Ja. Also ich fürchte, dass wenn da jetzt noch an zusätzlichen Stellschrauben gedreht wird, wird es nicht einfacher. Okay. Das ist eigentlich auch so eine Erfahrung, gerade bei der Rente, wenn man da an zu vielen Dingen dreht, wird es eher komplizierter und das wäre eigentlich wiederum falsch. Also eigentlich müsste man das Sache nochmal von vorne angehen und nochmal neu diskutieren mit dem Ziel, wirklich einfach dran zu gehen. Die Rentenversicherung hat zu dem vorherigen Referentenentwurf eine Stellungnahme von 30, 40 Seiten abgegeben, wo auf 15 Seiten bis 20 Seiten nur Kritikpunkte standen, warum das Ganze nicht durchführbar ist oder zu komplex ist, zu bürokratisch oder unerwünschte Nebenwirkungen hat. Also ich glaube, dass man solche Punkte gleich von vornherein ausräumen müsste. Also insofern würde ich jetzt nicht auf den parlamentarischen Prozess setzen, sonst immer sehr gerne, weil die Regierung häufiger mal Dinge vorlegt, wo das Parlament nachbessern kann. Mhm. Unabhängig jetzt von Parteikonstellationen, das liegt in der Natur der Sache und ist ja auch Sinn des Parlaments. Aber ich glaube, in dem konkreten Fall, glaube ich, wird es eher verschlimmbessert. Mhm.
Dieses Paket besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Wir haben jetzt über die Zuschussrente gesprochen. Der zweite Bestandteil ist die verbesserte Erwerbsminderungsrente, die als Errungenschaft dargestellt wird. Ich habe gelesen und habe gedacht, ach, das ist doch eigentlich nur logisch. Also da, wo die Rente von 65 auf 67 angehoben wird, muss in der Folge eigentlich auch die Zurechnungszeit erweitert werden. Also es ist eigentlich nur jetzt eine folgerichtige Verbesserung, noch keine wirkliche herausragende, tolle Leistung, die Zurechnungszeit um 2 Jahre zu erhöhen. Genau das. Also man hätte das sowieso eigentlich machen müssen, schon von vornherein. Das ist halt nicht bedacht worden bei der Rente mit 67. Insofern ist das ein notwendiger Schritt, aber nichts, was den Betroffenen wirklich viel nützt. Es ist ohnehin so, die Erwerbsminderungsrenten oder Erwerbsgeminderten haben ein enorm hohes Armutsrisiko mittlerweile. Ein großer Teil in der Grundsicherung im Alter, über die wir vorhin gesprochen haben, sind Erwerbsgeminderte. Das ist eine ganz wichtige Baustelle, an der man was machen muss, und zwar mehr, als das die Bundesregierung da vorschlägt. Diese Zurechnungszeiten werden jetzt in dem gleichen Tempo angehoben, wie die Rente mit 67 in Kraft tritt. Das heißt, jetzt erstmal einen Monat und dann im nächsten Jahr 2 Monate etc., bis dann 2030 das mal relevant ist. Im ersten Jahr sind das nur ein paar Euro für die Betroffenen. Da müsste man definitiv mehr machen, entweder die Zurechnungszeiten gleich in einem Schritt anheben, das wäre eine Forderung, oder man müsste über die Abschläge, die es bei der Erwerbsminderungsrente gibt, müsste man jetzt eigentlich nochmal neu nachdenken. Es ist ja so, bei der Erwerbsminderungsrente wird die Rente so gerechnet wie für jemanden, der freiwillig früher in Rente geht. Man kriegt dann entsprechend eine geringere Rente. Erwerbsminderungsrente macht man aber nicht freiwillig, sondern man ist erwerbsgemindert oder nicht. Wir haben das damals unter Rot-Grün eingeführt, um halt Missbrauch zu vermeiden. Es zeigt sich aber, wir haben da auch eine Expertenanhörung gemacht, dass es diesen Missbrauch eigentlich oder diese Missbrauchsmöglichkeit kaum gibt. Also es ist schon klar festzustellen, ob jemand erwerbsgemindert ist oder nicht. Das kostet natürlich ein paar Euro. Wenn man das nochmal vergleicht, die Erwerbsminderungsrenten und die Altersrente, welches dieser beiden Risiken, Erwerbsminderung und oder Alter, birgt eigentlich das größere Armutsrisiko? Das größere Armutsrisiko ist eindeutig bei der Erwerbsminderung. Also das ist eine ganz wichtige Baustelle, wo man unbedingt was machen muss. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, das ist noch ein Punkt, der im Moment diskutiert wird, jenseits dieses Rentenversicherungspaketes oder was da auch drin ist, nämlich die Rentenbeitragssenkung, wo ich eigentlich sagen würde, jetzt ist es eigentlich falsch, die Rentenbeiträge zu senken, weil in Zukunft ist klar, die Rentenbeiträge steigen. Und wenn man es jetzt senkt, dann steigt es in der Zukunft umso stärker. Das ist eigentlich ökonomisch unsinnig. Und man könnte das Geld, was das kostet, diese Rentenbeitragssenkung, das sind über 7 Milliarden Euro, die könnte man dazu verwenden, um tatsächlich bei der Erwerbsminderungsrente eine Verbesserung hinzukriegen. Der DGB hat dazu Berechnungen vorgelegt vor kurzem, wo die sagen, man verzichtet jetzt auf die Absenkung des Rentenbeitrags und der Rentenbeitrag soll dann langsam sukzessive ansteigen auf die 22%, die für 2030 angestrebt sind. Da würden wir als Grüne auch definitiv sagen, das sollte auch unbedingt beibehalten sein, also einen höheren Beitragssatzanstieg wollen wir nicht, aber die haben ausgerechnet, dass damit Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente möglich sind, dass sogar das Rentenniveau insgesamt erhöht werden könnte, aber zumindest die Vorstellung, die wir bei der Erwerbsminderungsrente haben, könnte man damit finanzieren. Und damit hätte man eine große von Altersarmut betroffene Gruppe, bei denen tatsächlich geholfen werden könnte. So wie Sie argumentieren, so würde auch die schwäbische Hausfrau, die ja oft gerne in der Diskussion aufgeführt wird, auch sagen, so nach dem Motto, wir haben jetzt gute Zeiten und wir legen auch was zurück für die schlechten Zeiten. Aber diese Beitragssatzsenkung ist ja gesetzeskonform. Es steht ja so im Sozialgesetzbuch 6 drin, es muss der Beitragssatz jetzt gesenkt werden. Und man müsste jetzt von der Systematik her wieder eine Gesetzesänderung machen, um genau das zu stoppen. Man müsste die Systematik ändern. Also die Systematik ist jetzt so, wenn die Rücklage über eine bestimmte Größenordnung geht, dann muss der Beitrag gesenkt werden. Das ist aber eigentlich, wenn es die schwäbische Hausfrau ansprechen, nicht wirklich sinnvoll. Gerade wenn man sieht, die großen Herausforderungen kommen noch. Deswegen ist es doch tatsächlich besser, die Rücklagen jetzt zu erhöhen, um dann halt, wenn die demografische Entwicklung so richtig zuschlägt, dann auch was auf der hohen Kante zu haben.
Wo wir das sagen, übrigens nicht nur wir, sondern interessanterweise auch diverse Bundesländer, ja, auch von der CDU regierten Bundesländer und sogar der Sozialminister im Saarland, der Andreas Storm, der bis vor kurzem noch Staatssekretär von der Leyen war, der sehr deutlich sagt, wir unterstützen diese Beitragssenkung nicht, weil wir halt für die schlechten Zeiten was zurücklegen müssen. Wo wir gerade beim Geld sind, eine dieser Vorschläge in dem Rentenpaket umfasst auch die sogenannte Kombirente. Hier ist es im Grunde so, dass ich wieder, wie nach heutigem Recht auch, früher in Rente gehen kann oder zu früh in Rente gehen kann, einen Abschlag habe, aber jetzt, und das ist das Neue, ich darf hinzuverdienen und deutlich mehr als 400 Euro. Welchen Sinn und Zweck soll diese Kombirente denn haben? Es geht darum, fließendere, flexiblere Übergänge in den Ruhestand zu ermöglichen. Das ist was wir grundsätzlich begrüßen. Da gibt es auch Vorbilder in anderen Ländern, insbesondere in skandinavischen Ländern. Dazu, also vom Grundsatz her ist das durchaus was Sinnvolles und es ist jetzt so, ich bin auch im Petitionsausschuss und kriege da viele Klagen von Leuten, die sich an den Bundestag wenden, dass es die jetzigen Zuverdienstmöglichkeiten nicht ausreichen, dass die Regelungen sehr kompliziert sind und dass da was gemacht wird, finde ich sehr, sehr richtig und sinnvoll und auch da würde ich sagen, gehen die Regelungen in die richtige Richtung, dass es jetzt einfacher und transparenter und unbürokratischer wird, würde ich jetzt an der Stelle ähnlich wie bei der Zuschussrente auch nicht sagen. Aber es geht in die richtige Richtung. Weil wir haben bei dem jetzigen System des Hinzuverdienst so, wenn man nur 1 Euro zu viel verdient, dann wird einem direkt ein großer Batzen an der Rente genommen. Und das ist jetzt bei diesem Modell etwas entspannter. Ich habe bei der Sache mit dem Hinzuverdienst aber nicht nur die Rentner immer im Blickfeld, sondern auch die jungen Leute. War nicht bisher diese Regelung um die Hinzuverdienst nicht auch ein Stück weit Steuerungselement zu sagen, ältere Arbeitnehmer sollen nicht die Arbeitsplätze besetzen, die Jüngere gerne haben möchten? Und würde man quasi mit so einem Projekt wie der Kombirente vielleicht auch in die Richtung gehen, dass Betriebe eben jüngere Menschen nicht einstellen, weil sie die Älteren noch in Beschäftigung halten können? Also glaube ich in dem Maße nicht. Es ist ja eh in der Zukunft so, zum Teil jetzt auch schon, in manchen Branchen, also allgemein würde ich das nicht sagen, dass es einen Arbeitskräftemangel gibt. Das werden wir in 10, 20 Jahren, wenn der demografische Wandel wirklich zugeschlagen hat, häufiger haben. Und eine Diskussion, die wir um die Rente mit 67 hatten, war, dass wir den Älteren auch ermöglichen müssen, länger zu arbeiten. Und viele Menschen können oder wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten, wenn sie über die 60-Jahres-Grenze sind oder wenn sie teilweise eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten. Muss gar nicht offiziell erwerbsgemindert sein, sondern haben irgendwelche körperlichen Einschränkungen. Ich merke das selber bei mir schon in meinen 48 Jahren, dass so das eine oder andere Zipperlein kommt. Und da finde ich es eine gute Variante zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit und kriege aber gleichzeitig schon ein bisschen Rente, sodass das Einkommen insgesamt trotzdem ausreicht und das ermöglicht mir vielleicht sogar länger als bis 65 oder bis 67 zu arbeiten, aber halt Teilzeit weniger zu arbeiten. Aber es wird wahrscheinlich wie immer so bei diesen hinzuverdienenden Rentnern sein, es kommt darauf an, was man für einen Job hat, weil viele haben ja immer noch die Vorstellung zu sagen, man erreicht ein bestimmtes Alter und man lässt sprichwörtlich den Hammer fallen, weil man einfach fix und alle ist. Ja, das ist definitiv was man von oben nicht aufoktroyieren kann, sondern es geht hier um eine Möglichkeit. Ja. Also es ist definitiv so, dass die Erfahrung hat man bei der Altersteilzeit auch gehabt, dass es sowohl von den Unternehmern als auch von den Arbeitnehmern nicht wirklich gut angenommen worden ist. Es gibt bei uns keine Kultur der Altersteilzeit. Finde ich aber wichtig vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, aber auch vor dem Hintergrund des Teilens zwischen Jüngeren und Alten. Also wenn die Älteren vielleicht nicht ihren Arbeitsplatz ganz aufgeben, aber reduzieren, dann kann man dafür vielleicht schon, wenn zwei Leute ihre Arbeitszeit reduzieren, dann einen Jüngeren zusätzlich einstellen. Sie meinen das, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, Altersteilzeit nach den Regelungen, die es ja jetzt nicht mehr gibt, gab es in zwei Varianten, einmal in das Blockmodell und einmal, dass man wirklich Teilzeit gemacht hat, aber die wenigsten haben es in Teilzeit gemacht, die haben wirklich Blockmodell gemacht und dann war eben Schluss und dann sind sie zu Hause geblieben und das war jetzt nicht Teilzeit so im Sinne, so wie das in der Kombirente ist. So eine Kombirente-Kombination aus Rente und also so eine Teilrente plus Erwerbstätigkeit würde es eigentlich vom Grundsatz her schon ermöglichen, das miteinander zu kombinieren. Kombirente ist auch ein ganz guter Begriff, finde ich, um fließende Übergänge zu ermöglichen. Kritik haben wir, weil es halt
dann doch erst ab 63 ist. Mhm. Also ich würde mir wünschen, wenn man schon ab 60 so eine Kombination machen könnte, weil auch viele bis 63 nicht voll arbeiten können und es, glaube ich, ganz gut ist, früher schon diesen sanften Einstieg in den Ruhestand zu kriegen. Und das Zweite, die guten Zuverdienstmöglichkeiten sind wieder ganz komplex. Man nimmt die Entgeltpunkte der letzten 15 Jahre, davon den Durchschnitt, bewertet das mit dem aktuellen Rentenwert und bis zu dem Betrag darf man dann hinzuverdienen. Das durchschaut wieder kein Mensch. Außerdem ist es so, dass diejenigen, die früher mehr verdient haben, mehr hinzuverdienen können und die wenig verdient haben, weniger dazu verdienen können. Wir wären eher dafür, dass es da eine einheitliche Größe gibt. Ich persönlich würde sogar sagen, man könnte diese Hinzuverdienstmöglichkeiten komplett abschaffen. Also es ist ja so, ab der Regelaltersgrenze darf man komplett dazu verdienen. Und wenn man berücksichtigt, dass bei der Rente es ja Abschläge gibt, wenn man die früher in Anspruch nimmt, dann hat man da auch rein rechnerisch nicht unbedingt einen Vorteil davon, wenn man die früher in Anspruch nimmt und dafür länger bezieht, sodass das auch nicht ungerecht wäre, wenn man dann halt die Hinzuverdienstmöglichkeiten ganz abschafft. In skandinavischen Ländern ist das teilweise so und die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil also in Schweden beispielsweise ist es so, dass die Menschen ab 61 schon in Rente gehen können, teilweise. Ja. So eine Kombination machen können und das Ergebnis war der Regelung, dass die Menschen sogar länger gearbeitet haben, weil die halt auch länger arbeiten konnten, mit dann halt mit geringeren Arbeitszeiten. Das wäre was, was ich sehr sinnvoll fände. Und der Vorteil bei der Kombirente, so wie das jetzt im Entwurf ist, anders als es bei den jetzt heutigen Hinzuverdienstmöglichkeiten ist ja, dass jedes Jahr, was man in Kombirente verbringt und arbeitet und hinzuverdient, ja auch dann die Altersrente erhöht. Das ist ja heute nicht der Fall. Das war mir noch gar nicht so ganz klar. Das ist ein Detail aus dem Referentenentwurf, aber das ist sicherlich sinnvoll. Also wie gesagt, diese Kombirente geht schon in die richtige Richtung. Okay. Also das ist jetzt nicht unser Hauptkritikpunkt. Bei der, um in diesem Paket nochmal den nächsten Punkt aufzurufen, es gibt noch eine ganz, ganz große Baustelle in diesem Paket und das ist die Absicherung von Selbstständigen. Ich glaube, Frau von der Leyen hat gar nicht mit so einem Sturm der Entrüstung gerechnet, als sie dieses Thema aufgerufen hat. Es gibt Online-Petitionen gegen die geplante Versicherungspflicht der Selbstständigen. Was ist denn so schlimm daran, dass Selbstständige Altersvorsorge betreiben müssen? Also es gibt meines Erachtens da zwei unterschiedliche Stränge. Ich habe auch schon mit dem Petenten mal geredet und Menschen, die das unterstützen. Es gibt die einen, die das grundsätzlich ablehnen, die sagen, ich als Selbstständiger habe jetzt meine eigene Altersvorsorge gemacht und will das eigentlich auch flexibel handhaben können, meine private Rentenversicherung oder sonst was. Ich will nicht gezwungen sein, in die gesetzliche Rente einzuzahlen und ich fürchte, dass wir aufgrund des demografischen Wandels ich da letztlich weniger kriege als auf dem Kapitalmarkt. Das ist der eine Strang. Denen würde ich entgegenwerfen, erstens kann das auch nicht jeder Selbstständige auf dem Kapitalmarkt irgendwie gut was anlegen. Zweitens ist die kapitalgedeckte Rente nicht unbedingt sicherer als die gesetzliche Rente. Und bei der gesetzlichen Rente hat man halt Zusatzleistungen wie Schutz bei Erwerbsminderung, man hat Rehabilitationsleistungen oder wenn es dann mal so eine Mindestrente gibt, Garantierente, Zuschussrente, hat man auch ein Minimum sicher. Das hat man bei kapitalgedeckten privaten Anlageformen nicht und das wäre insbesondere wichtig für die geringverdienenden Selbstständigen. Der zweite Strang ist Leute, die das nicht grundsätzlich ablehnen, dass Selbstständige auch eine gesetzliche Rentenversicherung zahlen müssen, sondern den konkreten Vorschlag von von der Leyen ablehnen. Die hat nämlich das so überlegt, dass nicht die Selbstständigen wie abhängig Beschäftigte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dann sozusagen eine einkommensabhängige Rente bekommen, sondern es soll nur eine Basisrente, eine Mindestrente einheitlich geben für die Selbstständigen, finanziert durch einen Einheitsbeitrag. Da wäre dann auch Erwerbsminderung mit dabei, aber dieser Beitrag würde so in der Größenordnung von 350 bis 400 Euro pro Monat liegen. Okay. Und da sind die Selbstständigen dann Sturm gelaufen, weil 350 bis 400 Euro ist für manche Selbstständigen vielleicht durchaus machbar, aber gerade so im unteren Einkommensbereich und es gibt zunehmend ja Selbstständige, die weniger als 2000 Euro oder weniger als 1000 Euro sogar verdienen, ist das nicht machbar. Das heißt, deren Existenz wird durch sowas aufs Spiel gesetzt und an der Stelle
haben sie uns unsere volle Unterstützung. Also da finde ich die Petition auch richtig. Die ist, was den ersten Punkt angeht, nicht so ganz klar formuliert, aber an dem Punkt, so wie die von der Leyen das gemacht hat, sehr klar, da kriegen die auch unsere Unterstützung. Wir sind grundsätzlich sind wir dafür, die Selbstständigen mit einzubeziehen, aber dann mit einem einkommensabhängigen Beitrag, damit die nicht überfordert werden. Und im unteren Einkommensbereich muss man eine Zusatzleistung haben. Die brauchen wir auch für die abhängig Beschäftigten. Insgesamt muss man gucken, dass die Beschäftigten mit geringem Einkommen besser geschützt werden. Ähnlich wie bei der Garantierente ist es bei denen so, dass die eigentlich davor geschützt werden müssen, in Hartz IV zu fallen. Und gerade bei den Selbstständigen ist Hartz IV eigentlich keine gute Basisabsicherung, weil man da ja eigentlich ein regelmäßiges Einkommen nachweisen muss. Das passt bei Selbstständigen überhaupt nicht. Ja. Das heißt, bei den gering verdienenden Selbstständigen braucht man da zusätzliche Unterstützung. Dann können die sich auch einen Beitrag leisten und ansonsten muss es einkommensabhängig sein und dann gibt es eine einkommensabhängige Rente, wie bei allen anderen auch. Vielleicht sollten wir unseren Zuschauern nochmal darstellen, wie die aktuelle Lage ist bei den Selbstständigen. Wir haben ja jetzt im Moment das Bild des Paragraphen 2 SGB 6, ich sag mal, da gibt es Katalog-Selbstständige, also bestimmte Selbstständigengruppen, vorne voran die Handwerksmeister und Lehrer und Erzieher, die Kraft Gesetzes gegen ihren Willen versicherungspflichtig sind. Dann haben wir die Angehörige von Kammernberufe, Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, die kochen ihr eigenes Vorsorgesüppchen sozusagen. Und dann gibt es alle, die dazwischen sind. Also wer sich als Gastwirt hier niederlässt, der ist nicht gezwungen, in irgendeiner Weise Altersvorsorge zu betreiben. Und das, was auch dann passiert, also wenn Sie gar keine Altersvorsorge betrieben haben und was auch immer Sie selbstständig gemacht haben, das nicht klappt, dann heißt das, im Alter sind Sie beim Grundsicherungsamt. Und es heißt auch, wenn ich private Altersvorsorge betreibe und ich muss Insolvenz anmelden, dann ist auch mein privater Vertrag, den ich bei irgendeinem Versicherungsunternehmen habe oder bei irgendeiner Bank habe, im Zweifel über die Wupper. Ja. Die Frage, die sich für mich einfach stellt, warum macht man überhaupt Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Selbstständigen? Kann man nicht einfach sagen, egal welche Art der Selbstständigkeit man hat, man muss in irgendein System, am besten die gesetzliche Rentenversicherung, einzahlen? Das ist wie vieles bei unserem Sozialsystem historisch gewachsen. Mhm. Am Anfang waren ja nur die abhängig Beschäftigten drin bei Bismarck und dann waren es halt irgendwie die freiberuflichen Lehrer etc. pp. Und so sind dann die anderen Gruppen dann irgendwie dazugekommen in die gesetzliche Rentenversicherung. Bei den Handwerkern gibt es noch die merkwürdige Regelung, wenn die 18 Jahre eingezahlt haben, dann können sie wieder aussteigen. Eigentlich wäre es sinnvoll, da eine einheitliche Regelung für alle zu finden, eine Erwerbstätigenversicherung oder wir würden sogar noch weitergehende Bürgerversicherung, wo alle einzahlen. Das ist praktisch nicht so ganz einfach, aber zumindest bei den nicht abgesicherten Selbstständigen würden wir jetzt sagen, die sollen in die gesetzliche Rentenversicherung, so wie ich das eben beschrieben habe. Und man müsste bei den jetzt Selbstständigen, die schon in der gesetzlichen Rentenversicherung sind, das auch von den Regelungen so anpassen, dass es eine einheitliche Regelung für alle Selbstständigen gibt. Das mit den Versorgungswerken ist nochmal besonders komplex, also Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte etc., verkammerte Berufe, weil die ihre eigenen Strukturen haben und die ungern aufgeben wollen. Aber man muss natürlich sagen, diese eigenen Strukturen sind bei dem einen oder anderen vielleicht auch nicht mehr wirklich überlebensfähig. Die sind dann auch noch länderspezifisch organisiert und in Ländern, ich denke jetzt an den Osten, wo der demografische Wandel noch wesentlich früher zuschlägt als bei uns. Ärzte vielleicht in den Westen auswandern, kann es auch sein, dass die sich nicht mehr gut finanzieren können. Also die haben so eine Mischung aus Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung. Also zum Teil gehen die Einnahmen direkt in die Renten der älteren Mitglieder und zum Teil wird es am Kapitalmarkt angelegt. Die Kapitalmarktrenditen sinken aber ja auch. Dass es vielleicht auch in deren eigenen Interesse wäre, in die gesetzliche Rentenversicherung zu kommen. Aber es gibt welche, die wollen gerne nach wie vor selbstverwaltet sein. Das ist auch verfassungsrechtlich nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, dass man auch darüber diskutieren sollte, nicht nur vor dem Hintergrund der Sicherheit oder jetzt Umverteilung zwischen oben und unten, einfach, sondern sogenannte horizontale Gerechtigkeit, dass alle Menschen in gleicher Weise abgesichert sind. Darüber nachdenken, ob man nicht auch die Versorgungswerke in die gesetzliche Rentenversicherung integriert. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass man sagt, der Kapitalstock, den die angespart haben,
dass man den als eine Zusatzleistung dazu packt, ähnlich wie halt im öffentlichen Dienst die VWL oder Betriebsrenten bei anderen Menschen und sozusagen die Basis, die gesetzliche Rentenversicherung ist und das, was die angespart haben, eine Zusatzrente ist. Das wäre meines Erachtens ein guter Weg, wie man die Versorgungswerke auch in die gesetzliche Rentenversicherung integrieren könnte. Also selbstständig und Rentenversicherung bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, bis man da... Es ist komplex, sehr spannend und man muss natürlich mit den Betroffenen diskutieren. Ja. Also ich bin da auch sehr im Dialog, weil ich mich jetzt ja auch geäußert habe, einerseits Kritik geübt an von der Leyen und deren Vorschläge, andererseits aber gesagt, wir wollen aber eine Pflichtversicherung. Und dann gab es viele Äußerungen und jetzt fangen die Grünen auch schon mit so einem... mit so einem Mist an und dann kommt man mit den Selbstständigen in Dialog und redet dann darüber, ja, wie ist das denn mit eurer kapitalgedeckten Versicherung? Ist da Erwerbsminderung mit drin? Wie sicher ist denn das und ähnliches? Und dann fängt das Nachdenken durchaus schon an. Wichtig ist für die, dass es halt nicht der Beitrag nicht zu belastend ist. Ja. Und an der Stelle muss man halt auch gute Lösungen finden. Ich meine sogar mal eine Studie gelesen zu haben der Deutschen Rentenversicherung Bund, die mal gespielt hat mit Zahlen, wenn man die Selbstständigen mit in die Rentenversicherung holen würde, also die Selbstständigen ohne obligatorische Altersvorsorge, dass es sogar positive Auswirkungen haben könnte auf den Beitragssatz, weil einfach die Menge der Leute, die einzahlen, sich vergrößert und dass man also tatsächlich die gesamte Gesellschaft davon profitieren würde. Und, das ist vielleicht auch noch der Nebeneffekt, dass wenn man Selbstständige zur Altersvorsorge zwingt, und manchmal ist Zwang ja auch gar nicht so schlecht, wenn man das quasi zum eigenen Glück führt, man auf jeden Fall den Gang zum Sozialamt im Alter verhindert. Ja, also definitiv. Also es gibt Berechnungen vom Sachverständigenrat für Wirtschaft, also die berühmten 5 Wirtschaftsweisen, die ja jedes Jahr ihr Gutachten vorlegen, die haben gezeigt, dass es erstmal einen Überschuss gibt bei den Finanzen, weil also erstmal zahlen die ein, irgendwann kriegen die ja Ansprüche. Ja. Aber das dauert 70 Jahre, bis sich das sozusagen wieder ausgeglichen hat. Also man hat 70 Jahre einen Einnahmeüberschuss, der dann so langsam sich abbaut, den man dann aber auch für sinnvolle Dinge verwenden kann. Zum Beispiel die Beiträge senken oder was ich vorschlagen würde, man könnte den Zuschuss zur Rentenversicherung senken, die Beiträge konstant lassen und das, was man dann auf der Steuerseite spart, das kann man für eine Garantierente zum Beispiel verwenden. Also es gibt also da durchaus... Ja, also man muss die einzelnen Punkte dann auch zusammendenken, auch was von allein nicht macht. Die hat auf der einen Seite diese Zuschussrente, wo sie sagt, man muss 45 Jahre eingezahlt haben. Und dann bei den Selbstständigen sagt sie ja, dass sie sich aussuchen können, ob in die gesetzliche Rentenversicherung oder privat versichert. Die in der gesetzlichen Rente wären, die hätten dann mal einen Anspruch auf die Zuschussrente und die anderen nicht. Ja. Also und da hat sie sich auch nichts überlegt, was denn mit denen ist und wie die vor Armut geschützt werden. Auch nochmal, aber da werden sich ja dann auch die Versicherungsgesellschaften dann auch entsprechend freuen. Der nächste Punkt, der in diesem Paket ist verbraucherfreundliches Riestern. Wir feiern in Anführungszeichen dieses Jahr 10 Jahre Riester-Rente. Es gab, gute und schlechte Nachrichten über die Riester-Rente, aber jetzt ist man kommt jetzt hin und will das eine oder andere verbessern. Unter anderem ist jetzt ein Produktinformationsblatt geplant, ähnlich wie dem Beipackzettel zu meiner Kopfschmerztablette. Ist das der richtige Schritt in die richtige Richtung? Die Frage ist bei sowas, was steht da drin? Ist das verständlich und lesbar? Man kennt das von den Beipackzetteln zu Medikamenten, Schriftgröße 3 oder 4 und gespickt mit irgendwelchen Fremdwörtern. Und wenn man mit Versicherungsmathematikern redet, verstehen auch wir beide dann häufig nur Bahnhof. Wir sprechen da aus Erfahrung. So soll das nicht gestaltet sein, sondern wenn, dann muss es halt verständlich gestaltet sein. Das macht durchaus Sinn aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht, ist aber meines Erachtens auch nicht ausreichend. Also die Lage ist die, dass wir mittlerweile 15 Millionen Riester-Verträge haben. Das ist in den letzten Jahren durchaus stark angestiegen. Aber 15 Millionen heißt immer noch, das ist nur die Hälfte derjenigen oder weniger als die Hälfte, die einen Anspruch hätten, tatsächlich auch Riestern. Und wenn man da genauer in die Statistiken reinguckt, die allerdings auch spärlich sind, stellt man fest, dass im unteren Einkommensbereich nach wie vor weniger geriestert wird, sondern erst ab mittlerem Einkommen, dass ungefähr die Hälfte der Betroffenen ist. Und es ist ja insbesondere für die Geringverdiener mal gedacht gewesen, um dann Ausgleich zu schaffen für das sinkende Rentenniveau.
Und ich glaube, dass man da was machen muss. Eine Idee, über die wir im Moment diskutieren und drüber nachdenken, die auch jenseits der Grünen diskutiert wird, ist zu sagen, es müsste eigentlich eine öffentlich organisierte Alternative zu Riester geben. Mhm. Es gibt einen Vorstoß der Rentenversicherung Baden-Württemberg, die gesagt haben, eigentlich könnte die Rentenversicherung das anbieten. Das wäre noch zu überlegen, ob es die Rentenversicherung macht oder irgendeine andere Institution. Dass die sagen, es gibt einen sozusagen Standardfonds für Riester, der staatlich organisiert ist und wo die Betroffenen wissen, das kann ich machen. Da würden dann auch Provisionen und sowas entfallen, wäre dann auch vielleicht auch günstiger. Mhm. Muss aber nicht, sondern es könnte dann durchaus im Wettbewerb stehen mit anderen Produkten. Auch was, wo es gute Vorbilder im Ausland gibt. Die Schweden haben sowas. Da gibt es so einen Standardfonds, der staatlich organisiert ist. Die haben auch eine Riester-Rente wie wir. Mhm. Im Gegensatz zu uns ist es bei denen obligatorisch, verpflichtend. Mhm. Das muss jeder machen. Aber es gibt für diejenigen, die jetzt nicht beim Kapitalmarkt sich so gut auskennen, gibt es halt diesen Standardfonds und viele machen das auch. Und ich glaube, das ist auch bei uns ein wesentliches Problem, dass halt dieser Markt einfach völlig undurchschaubar ist. Ja. Es gibt mit über 5000 Riester-Produkte. Ich selbst blicke da auch nicht durch, habe auch selber nicht geriestert. Als Abgeordneter darf ich es eh nicht, aber vorher ist abhängig beschäftigt, da hätte ich es machen können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich da den Durchblick nicht hatte. Nun habe ich ein Einkommen, wo die Zusatzversorgung durch Riester vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber im unteren Einkommensbereich ist das nochmal besonders problematisch. Und wenn da klar ist, es gibt eine einfache Variante, wo ich riestern kann, dann machen das möglicherweise mehr. Mhm. Also der Chefredakteur von Finanztest hat mal gesagt, wer riestert, kann viel falsch machen und wer nicht riestert, der hat schon was falsch gemacht. Also insofern wäre diese Überlegung, wenn man sich ein bisschen nach Schweden orientiert, gar nicht so schlecht. Also ich stelle mir das dann so vor, dann gehen die Bürger demnächst zur deutschen Rentenversicherung, klären dort ihre Zeiten auf, die man da so hat für die gesetzliche Rentenversicherung. Und dann beugt sich dann der Berater und macht die Schublade auf und holt den Riester-Rentenvertrag made by deutsche Rentenversicherung dann raus. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man das institutionell schon ein bisschen trennen. Aber grundsätzlich kann man da Wege finden. Mhm. Ja, dann haben wir heute alle Punkte des großen Rentenpaketes von Frau von der Leyen betrachtet. Ich denke, das wird nicht das letzte Gespräch zu diesem Paket sein, denn die Entwicklung bleibt spannend. Sie werden sicherlich auch die aktuelle Berichterstattung in den anderen Medien verfolgen. Aber wenn das Ganze tatsächlich Gesetz wird, dann werden wir hier nochmal berichten. Und bis dahin sage ich danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen hier bei rentenfernsehen.de.